Hallo, ich meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Happy Hereafter. Weiter geht's. So, haben wir hier gerade einen Steinblock, um das Steinhaus zu bauen. Ich würde aber ganz gerne einen Zirkus bauen. Einen Zirkusstützpfeiler brauche ich dafür. Komm, direkt ran hier. 50 Gold, danke, ist die Belohnung. Mit dem Holz sollte ich ein Jahr hinkommen. Bitte, bitte. Zirkus. 25 Holz, 20 Steine. Habe ich gerade alles nicht. Oh, Terry bringt jetzt 20 Gold. Yay. Ich habe immer komischerweise 23 Fleisch. Ist echt merkwürdig. Kann ich davon nicht mehr halten, oder wie? Ah, ein bisschen Honig. Ein bisschen Moos. So. Ja. Und du ackerst mal hier ein bisschen. Und ja, ein bisschen schneller. Zack. Ah, kommt ziemlich schnell wieder zusammen. Die 75 Mana. 180 Gold, 25 Holz. Okay, ich brauche ein bisschen Holz noch. Und mehr Steinchen. Gold. Ah, das ist eine ganze Menge. Gold haben wir jetzt erstmal keine Probleme mehr gerade. Holz allerdings schon. Gut, wo ist das ganze Holz hin? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr langweilig ist, geh Holz hacken. Oder können ihr zwei mittlerweile ran? Naja, nur einer. Dann gehst du an einem langweiligen Baum hacken. Wüstenlager. So, Mana ist wieder voll. Können wir sie wieder weiter einen neuen Produktionsschub geben. Macht ja. Ah, guck mal, hier steht's. Für 20 Sekunden Suchrinne, für 40 Sekunden und für 60 Sekunden. Ich kriege so viel Mana. Ich brauche mehr Holz. Kann ich die Sägewerke ausbauen? Ja. Könnte ich. Ich glaube, ich werde es mit einem Steinhaus machen. Das wird verbessert. Ich kann interessanterweise keinen Stein kaufen. Ich soll noch ein Steinhaus bauen. Oh, verdammte Kacke. Jo, falsch. Total falsch. Das ist doch nicht das, was ich machen sollte. Kaufen wir uns noch einen Arbeiter. Und da das Fleisch jetzt. Buschfleisch. So, Mana ist wieder voll. Zirkus kann gepusht werden. Ich brauche noch 10 Steine. Ist mal hier in der Höhle. Bling, ich habe einen neuen Arbeiter. Ja, ein bisschen im Hotel arbeiten. Reicht auch schon. Ist das teuer, Alter. Warum das Holz an. Das kostet an sich, oder? Und dann halt auch nochmal mega viel Zeug, wenn's. Wenn's fertig ist. Wenn's gebaut werden soll. Hotel, 20 Gold.
Aber ich kann hier Moos abernten, oder? Naja, Holz ist wichtiger. Holz brauchen wir wenigstens. Garten packt die ganze Zeit an. Nee, das ist Stein gewesen. Ach, deswegen war sie untätig. Mal schauen, wo der herkommt. Wuff, wuff. So, nochmal pushen. 6 Holz fehlen mir noch. Jetzt benötige ich noch 2 Holz. Kochen, andenken, Holz für den Bergbau. Alles 15. Komm, ein Holz brauche ich noch. Jetzt sogar schon weitergehackt. Und ein Holz. Und sie kann weitermachen. Bam. Ah, ich kann schon wieder 5 Dinger holen. Und auch wieder 10 Steine. Cool, cool. An Andenken. Mission erledigt. Das neue Haus ist wunderschön und sehr geräumig. Unsere Einwohner werden es lieben, dort zu wohnen. Wieder 3 neue Einwohner kann ich hier machen. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Und dann Fleisch verkaufen. Kann ich sogar traden. So ist okay. Nahrung haben wir noch genug. Honig haben wir auch noch viel. Haben wir sogar noch ein bisschen Plus in der Zeit. Meister, die Unbekannten greifen an. Kann ich das hier auch verzaubern? Nein, geht nicht. Die hier? Aber es bringt nur nichts. Baue den Andenkenladen auf Level 2 aus. Unsere Andenken sind gefragt. Wäre es, wenn wir eine größere Auswahl herstellen? Ja, muss ja nicht sein, oder? Gibt's noch welche, die unbeschäftigt sind irgendwo? Da. Miranda, na her damit. Komm, komm. Du machst Steine, du machst. Keine Ahnung. Ja, Gruft. Du machst auch eine Gruft. Ein Zirkus. 25 Holz. Ach ja, alles, Holz ist echt das Problem gerade, ne? Kann ich die Dingensen Sägewerk verbessern? Kostet mir aber auch Holz, interessanterweise. Paradoxerweise. Habe ich eigentlich noch eine Säge. Sonst bringt das nichts. Gold, dann hier rein mit dir. Was könnte sie denn jetzt machen? Ah, gehen wir auch einen Baum fällen, ist okay. Alle mal pushen. Neues Sägewerk. 20 Holz brauche ich dafür. Holz. Zwei. Langsam wird's. Ein Zirkus würde ich auch ganz gerne bauen. Aber erstmal das. Ist das hier oben, ne? Ja. Alle geschäftig. Uff. Andenken brauche ich. Zack.
Ups. Was war das gerade? Das Geräusch? Hm. Das brauche ich für den Andenken Level 2. 20 Holz und eine Geschenkpackung noch. Mal kochen hinterher schmeißen. Familiengericht. Beine von Flugschweinen, magische Pollen. Einmal wieder pushen. Sonst war er ein bisschen effektiver hier. Hm. 20 Holz brauche ich dafür. Dann kann ich den Andenkenladen bauen, so dann kommst du hier rein. Kannst du da ein bisschen Nahrung machen. Kling, kling, kling. Crazy, crazy. Oh, ich kann Kristalle ernten. Ich habe zu wenig Leute. Krass, oder? Stein ist aber da echt gut dabei. Dann kommen wir hier, Kristalle abliefern und weiter essen, kochen. Das ist das Beste, glaube ich, Familiengericht. Ah ne, was habe ich gemacht? Hier die anderen Augen, genau. Das ist bestimmt auch genauso viel wert. Ja, 25. An Deckenladen wird verbessert. Also mal ein bisschen antreiben am Arbeiten hier. Ja, eine ziemlich lange Cooldown, bis die wieder ready sind, die ganzen Spezialdinger hier. So, Mission erledigt. Ich wette, wir verdoppeln so viele Kunden wie. Wir werden doppelt so viele Kunden wie, wie zuvor haben. Was gibt's denn da Schönes? Steinstatue. Naja. Wird schon seine Richtigkeit haben. Erschaffe 6 Steinfiguren. Entschuldige, aber könnt ihr meine weiteren wunderbaren Andenken verkaufen? Die sind so niedlich. Na, Logo. Kriegst du von mir. Stell dich mal hier ran. Eine zweite Quest. Bau die Mana-Granate für 2 aus. Wir brauchen eine Mana-Granate, um mehr Mana herzustellen. Die Zeit des Ausbruchs gekommen. Aber der ist schon fertig. Wenn ich jetzt 400 Mana kriege, dann habe ich 300 Mana. Ja, super. Ist das dumm? Warum sollte ich 400 Mana kriegen? Ich kann so viel gar nicht lagern. Hier ist die Lager irgendwo, ne? Hier noch ein Lager. Hm, okay. Verwende Magie auf die Meerjungfrau. Jungs, was soll ich denn mit dieser fischschwänzigen Dame machen? Das Einzige, was sie tut, ist den ganzen Tag zu singen und zu schwimmen. Es ist ein Albtraum. Ich gebe euch Kristalle, wenn ihr euch um sie kümmert. Danke, Jungs. Sie sind eure Kristalle. Viel Spaß damit. Tourismus, Holzfällen, alle, wie viel gibt's denn ja immer noch? Ist ja Wahnsinn.
Baut das Hotel auf Level 2 aus, die Stadt sieht toll aus und es kommen mehr Gäste. Die Zeit ist reif, unserem Hotel einen Stern zur Wand zu fügen. Das Hotel jetzt kann mehr Gäste aufnehmen, wir können ihnen eine größere Auswahl Gerichte auftischen. 40 Gold dafür. Easy. Alle am Ackern. Jung. Ja, das kann man ein bisschen was verkaufen. Boah, ist das Klicken nervig. So, ein bisschen Honig habe ich hier noch. Ein bisschen Moos. Ohne Moos nichts los. Weg damit. Und dann werden wir uns mal ein paar von den Kristallen holen. So. Andenken sind alle fertig. Kriegst du. Vielen Dank. Wenn es euch nichts ausmacht, zahle ich mit Kristallen. Die könnten mehr damit anfangen als ich. Ja, sicher auch so. Gut, meine lieben Freunde. Zeit sehe ich schon wieder, ist schon wieder rum. Dann danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von The Happy Hereafter. Bis dahin. Ciao.